Warum wir mehr Streckenelektrifizierung auf der Schiene brauchen. Kurzer Recap. Wann redet man von Streckenelektrifizierung? Streckenelektrifizierung bedeutet, dass die Gleisanlagen mit einer Oberleitung ausgestattet sind, die die Züge mit Strom versorgt. Ein Sonderfall ist die Stromversorgung per Stromschiene. Dies gibt es in Deutschland nur bei den S-Bahnen in Hamburg und Berlin. Aktuell sind in Deutschland nur 62% des bundeseigenen Eisenbahnnetzes elektrifiziert. Auf allen übrigen Strecken sind die Züge in der Regel noch auf den Dieselantrieb angewiesen. Andere Länder in Europa sind da weiter. So haben etwa Österreich oder Schweden rund 3/4 ihres Schienennetzes mit Oberleitungen ausgestattet. In der Schweiz ist fast das gesamte Streckennetz elektrifiziert. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland also nicht in der Spitzengruppe. Dabei gibt es viel Potenzial. Das gilt besonders für die Grenzübergänge, die das deutsche Schienennetz mit den Nachbarländern verbinden. Von den insgesamt 57 Grenzübergängen sind aktuell gerade einmal 28 elektrifiziert, also noch nicht einmal die Hälfte. Dies ist ein enormes Hindernis für den Bahnverkehr. Züge, die hier die Grenze überqueren wollen, müssen mehrfach die Lokomotive wechseln. Von der E-Lok zur Diesel-Lok und dann wieder zurück zu einer E-Lok. Das kostet nicht nur Zeit und Geld. Die fehlende Elektrifizierung ist auch ein massives Hindernis für mehr Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, die wir doch für den Klimaschutz so dringend brauchen. Die rasche Elektrifizierung weiterer Strecken muss daher ein Schwerpunkt der Verkehrspolitik werden. Tatsächlich hat sich die Bundespolitik in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag vorgenommen, den Anteil elektrifizierter Strecken bis 2030 auf 75% zu steigern. Den Worten müssen nun Taten folgen. Nicht zuletzt bei der Priorisierung der Finanzmittel, die in Deutschland immer noch stärker in den Ausbau der Straße fließen als in den der Schiene. Doch was soll auf den Strecken passieren, wo es noch längere Zeit keine Oberleitung geben wird? Die gute Nachricht? Das Konzept für 100% E-Mobilität auf der Schiene liegt schon vor. Das Stichwort lautet alternative Antriebe im Schienenverkehr. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr in unserem nächsten Video.